Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video, auf das viele von euch mit Sicherheit gewartet haben, denn ich weiß, wir verbringen alle viel zu viel Zeit auf Social Media. Ich erwische mich immer wieder, wie ich Stunden durch Instagram und TikTok scrolle, ohne irgendwas zu suchen, und gelegentlich poppt etwas auf, was mein Interesse weckt. Unter anderem habe ich eine Make-up-Marke immer wieder vorgeschlagen bekommen, bis ich zugeschlagen habe. Und zwar ist das Florasis. Ich habe von der Marke selber bis zu dem Moment, als ich die Werbung gesehen habe, noch nichts gesehen. Ich weiß, dass Ellie aber zwischendurch auch ein Video dazu gemacht hat. Ich verlinke es euch einmal unten. Da könnt ihr gerne vorbeischauen. Und ihr habt mit Sicherheit diese Werbung auch schon ziemlich oft gesehen, weil, ganz ehrlich, sowas habe ich noch nicht gesehen. Wir reden immer hier über neue Marken, neue Produkte, die irgendwie alle gleich aussehen. Und dann kommt auf einmal diese Instagram-Werbung um die Ecke und alles ist anders. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie wir diese Produkte heute in mein Gesicht kriegen, ohne dass wir das Gefühl haben, wir können nie wieder in den Spiegel schauen, weil wir das schönste Produkt aller Zeiten beschädigt haben. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt eine wunderschöne Zeit. Falls nicht, hoffe ich, dass es mit diesem Video ein klitzekleines bisschen besser wird. Ich habe die Produkte hier und das ist... Oh, Freunde, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Schaut euch bitte diese Palette an. Soll ich sie aufmachen? I can't. Schaut euch bitte diese wunderschöne Palette an. Und das Problem, was ich damit habe, ist, ich möchte sie nicht benutzen. Ich möchte nicht mit meinem Pinsel da reingehen und dieses wundervolle Pressing kaputt machen. Aber guess what? Wir werden es tun, weil wer kauft sich eine Lidschattenpalette, um sie einfach nur hinzustellen? Ich habe einmal die Temperatur des Videos ein bisschen runtergeschraubt. Ich finde, das lenkt sonst zu sehr von meinem Make-up ab. Ich habe die Sachen hier. Wir haben drei verschiedene Produkte. Drei? Ja, drei. Und ich würde vorschlagen, wir starten auch direkt. Ich habe als allererstes hier ein Puder. Und das ist ein Gorgeous Peach Blossom Silk Powder. Ich bin da schon mit meinem Finger reingegangen, weil hier ist kein Pressing drin, was ich euch unbedingt zeigen will. Das ist ein ganz klassisches Kompaktpuder in Weiß und ich denke mal transparent. Aber wenn ich so reinschaue, dann sehe ich so einen leichten Glow. Das riecht nicht, aber ich habe das... Freunde, ich überlege, wie kann man das vergleichen? Die weicheste Oberfläche, die ihr kennt. So ein bisschen wie so eine Kuscheldecke von, weiß ich nicht, Teddy. Ganz weich, ganz, ganz zart. Sehr seidig tatsächlich, also es fühlt sich wirklich an wie Seide. Ist jetzt kein spannendes Pressing mit drin, aber ich wollte damit ein bisschen über mein Gesicht gehen, um zu schauen, ob ich vielleicht das Creasing oder die Haut so ein bisschen ausgeblurrt kriege. Ich habe meine Base nämlich mittlerweile vor 4 Stunden gemacht und in der Zwischenzeit könnten wir tatsächlich hier einfach so ein bisschen korrigieren. Ich gehe einfach mit dem Pinsel rein, staub kaum. Oh, es ist so weich. Es hat auch tatsächlich keine Farbe, hinterlässt auch kein White Cast auf der Haut, aber ich glaube, ihr könnt sofort erkennen, dass es die Haut so ein bisschen ausblurrt, ne? Sehr weich zeichnet. Klar, ich habe jetzt schon Make-up drauf, aber fühlt sich super, super gut an. Ich werde das auf jeden Fall weiter tragen, weil, also, es fühlt sich sehr, sehr hochwertig an. Und oft haben wir bei diesen asiatischen Marken das Problem, dass sie einfach sehr, sehr billig sind und alle irgendwie das Gleiche sind. Das habe ich so selber aber noch nicht gesehen. Das Packaging ist wirklich, wirklich toll. Versand war auch kein Problem. Und es sieht einfach schön aus. Ich habe aber noch was anderes gezeigt, was ich euch vorab zeigen möchte, um euer Interesse zu wecken. Als ich das ausgepackt habe, dachte ich mir, was ist das? Das hier, ich habe noch nie so einen schönen Lippenstift gesehen. Es wird heute wirklich einfach nur ein entspanntes Quatschvideo, weil ich möchte vermeiden, die Produkte zu benutzen. Das ist eine Lippenstifthülse. Das Ding hier kann man abmachen. Dann klappert es nicht. Und dann habe ich das noch nicht gesehen. Hier oben ist wie so ein Schlüssel drin. Und dann kann man hier raufdrücken. Dann schießt der Lippenstift raus. Und dann haben wir hier einen recht klassischen Lippenstift. Und ich blende euch hier mal ein, wie wunderschön das aussieht. Ihr könnt, also ich glaube, das kommt durch die Kamera nicht rüber. Diese
diese filigranen Schnitzereien, beziehungsweise ihr müsst euch vorstellen, um einen Lippenstift zu machen, muss eine Hülse angefertigt werden, die genau das hier spiegelverkehrt hat, beziehungsweise negativ hat. Das ist A, ist das eine super, super präzise Aufgabe und das ist einfach eine komplette Story da drauf. Das ist so, so schön, das ist unglaublich. Und genauso wie diese Lidschattenpalette. Jetzt muss das Ganze natürlich noch performen. Das Puder gefällt mir gut auf dem Gesicht. Hat man jetzt nicht viel gesehen, aber hier diese Palette. Ihr habt Schimmerfarben, ihr habt matte Farben. Ich kann mir vorstellen, dass man den hier auch gut als Blush benutzen kann. Aber wisst ihr was? Was soll der Geiz? Wir probieren es einfach aus. In meiner Vorstellung sind diese koreanischen, asiatischen Looks immer sehr, sehr soft. Die sieht tatsächlich auch so ein bisschen soft aus, allein vom Farbschema her. Aber dafür gefällt mir das sehr, 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 sehr gut. Ich überlege, ja, ich glaube, wir gehen heute auch wirklich soft rein und ich starte mit dieser Farbe. Ich probiere wirklich nur so minimal rauszuholen, wie es geht. Und setze mir die Farbe hier in meine Lidfalte. Aber es kommt schon Farbe raus. Ich muss halt jetzt ein bisschen gucken, ne, dass ich euch nicht sage, die ist doof pigmentiert, weil ich hier nur ja wirklich nur minimal reingehe. Aber ich glaube, ihr seht die Farbe auf jeden Fall auf meinem Auge. Ganz, ganz weich. Ich swatch. Oh ja. Sehr, sehr cremig. Das ist schon fast so eine Cremetextur. Klar, muss es auch sein, um dieses Pressing zu machen. Aber eine sehr schöne Farbe. Sehr zart, sehr, sehr frisch. Das ist so eine schöne Herbstpalette für zarte Looks, würde ich sagen. Ich gehe noch so ein bisschen hier in dieses knallige Rot rein. Es bringt nichts, wenn ich jetzt hier so vorsichtig bin. Ich muss richtig reingehen, sonst bringt das hier nichts, hier so eine Review dazu zu machen. Also die Farbe ist tatsächlich selber sehr soft, ne? Also ihr seht sie schon auf dem Auge. Sie ist halt aber auch so eine Cream-to-Powder-Formula, würde ich sagen. Ich mische noch ein bisschen hier von dem Rot rein, um das ein bisschen intensiver zu machen. Wunderschöne Palette. Ich nehme mal einen anderen Pinsel und gehe hier in diesen dunklen Ton rein. Ich habe jetzt hier einen synthetischen Pinsel, der noch ein bisschen anders das Pigment greift. Ja, also das ist anders als gedacht, aber it's cute. Ich blende die Farbe ein bisschen aus. Auch das ist so eine Cream-to-Powder-Formula, würde ich sagen. Aber ich will es tatsächlich heute auf den Augen nicht übertreiben, denn der Lippenstift sieht sehr, sehr dunkel aus und ich glaube, dass. Oh, ich habe hier noch gar nichts gemacht, fällt mir gerade auf. Okay, ich mache einfach mal hier andersrum. Ja, also das ist eine recht softe Palette. Soft pigmentiert, auch die Farben sind recht soft, was ich jetzt per se aber nicht schlimm finde, sondern einfach, ja, ich weiß nicht, ob mir das jetzt gefällt oder nicht gerade. Ihr könnt mir gerne einmal in die Kommentare schreiben, ob ihr die Sachen schon benutzt habt. Vielleicht habt ihr euch sie ja auch nach dem Video von Ellie schon mal bestellt. Ich meine, das ist ja auch schon ein paar Tage her, das Video. Ich habe es mir tatsächlich extra nicht angeguckt, weil ich wusste, dass ich das auch irgendwann testen will und ich mich da nicht so ein bisschen beeinflussen lassen wollte. Also, ihr seht schon was auf dem Auge, ne? Aber das ist jetzt natürlich nicht pur dunkel pigmentiert, sondern tatsächlich recht zart und recht soft, was aber nicht schlimm ist. Also manchmal will man ja auch nicht einfach so dunkle Farben tragen. Ihr könnt das aufbauen. Ich glaube, wenn die Base jetzt feucht wäre, könnte man damit auch noch anders arbeiten. Ich will jetzt hier mal in. Wow. Der ist creamy und der ist dunkel. Dann nehmen wir doch den gleich. Da habe ich jetzt das komplette Pressing gerade mit kaputt gemacht. Das setze ich mir hier außen hin. Das ist verrückt auf den Augen. Es ist tatsächlich softer als im Swatch. Deswegen, Freunde, Swatches sind Quatsch. Sei denn, man möchte die Farbe sehen. Okay, also ja, wie gesagt, das ist eine recht softe Palette, würde ich sagen. Ist jetzt nicht schlecht, kann man mal machen. Aber ich möchte jetzt hier noch in diesen Ton gehen und auch der sieht gut aus. Ich nehme den jetzt extra mal mit dem Finger und gebe mir den aufs Auge. Nochmal hier in den hier. Das fühlt sich. Irgendwas stimmt nicht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das Puder, was ich benutzt habe, auf den Augen gerade aus Versehen, das so ein bisschen vielleicht reduziert. Aber ich glaube, ihr könnt schon so ein bisschen erahnen, in welche Richtung es geht. Ich baue jetzt hier noch mal ein bisschen Farbe auf. Alright, ich habe das Ganze jetzt noch ein bisschen aufgebaut und tatsächlich geht das schon. Also ich glaube, dass das Puder auf den Augen so ein bisschen, dadurch, dass sie sehr, sehr cremig sind, das Blenden ein bisschen beeinflusst haben. Aber ihr seht, man kriegt damit einen Look hin. Die Schimmer sind ultra, ultra creamy und lassen sich sehr, sehr schön
einfach so ein bisschen rauftupfen. Man kann so leichte Farbakzente mit aufs Auge geben. Jetzt, Freunde, kommen wir aber zu diesem Lippenstift und da bin ich super, super gespannt. Brauche einen Spiegel. Die Spitze ist sehr spitz. Er riecht nicht. Also, der hat eine komplett andere Farbe als gedacht. Er ist nämlich ein bisschen rötlicher. Ich bin ein, zweimal rübergegangen, dann wird er dunkel, aber das ist ein wunderschönes Finish auf der Haut. Das ist nicht zu glossy, das ist nicht zu matt. Ich glaube, mit einem Gloss drüber ist das richtig, richtig schön. Und vielleicht einen präzisen Lip Liner gehe ich jetzt einfach mal hier mit einem von Essence rüber. Ich weiß nicht, was wir sagen. Ich habe jetzt nicht noch mehr gemacht. Ich nehme jetzt noch ein bisschen Schimmer mit aufs bewegliche Lid, weil ich finde, das reicht mir persönlich nicht. Doch, eigentlich ist es schön. Ich mache einmal ganz kurz Mascara drauf. Ich benutze jetzt hier die NYX On The Rise Mascara. Die mag ich eigentlich ganz gerne. Und ich würde sagen, das ist der fertige Look. Freunde, ich habe mir mal jetzt so ein paar Gedanken gemacht. Also, ich hatte eine andere Vorstellung, was aber nicht richtig ist. Und zwar, wenn wir an dieses Korean Asian Beauty denken, ist das eher soft? Sind das eher diese zarten Lidschatten und die kräftigen Lippen? Der Lippenstift ist fantastisch. Er fühlt sich super schön auf der Haut an, auf den Lippen. Vor allen Dingen die Zähne sind strahlend weiß. Sehr, sehr schöner Lippenstift. Übers Packaging brauchen wir nicht reden. Das ist 10 von 10, 11 von 10, 12 von 10. Auch die Lidschattenpalette vom Design her, von der Aufmachung her, wunderschön. Was mich jetzt so ein bisschen zum Nachdenken angeregt hat, ist das die Lidschattenpalette, zu der ich jeden Tag greifen würde? Vermutlich nicht. Aber wenn ihr jemanden kennt, vielleicht seid ihr es ja auch selber, wo sagt, okay, ich möchte mir was gönnen, was ich mir anschaue, was ich mir vielleicht einfach schön drapiere, wo ich vielleicht mal so ein bisschen reingehe, allein der Lippenstift aufdrehen, stehen lassen. Macht das nicht, dann ist er bald schlecht, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Als Weihnachtsgeschenk vielleicht für jemanden, der wirklich Make-up liegt. Jungs, Mädels, anders, Mädels, schickt dieses Video eurem Mann und jetzt ich an die Jungs. Jungs, schöne Sache. Das ist etwas Schönes. Und da sehe ich die strahlenden Augen, wenn man das aufklappt. Weil ich habe das immer noch. Wenn ich hier reingucke, denke ich mir so, wow, wie kann etwas so wunderschön sein? Ich bin gespannt, was ihr zu den Sachen sagt. Ich setze euch den Link einmal unten in die Infobox. Ich bin sehr gespannt, wie ihr die Sachen findet. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf.